Hast du etwas in deinem Besitz, das Pansel gehört? Ob ich was? Ha, sag jetzt nicht, du möchtest in Zukunft seine Wäsche machen. Ich bin es allmählich leid. Sieh dir nur meine Finger an. Ständig schrubben und waschen. Dabei hatte ich mal so schöne Hände. Jetzt sag schon, hast du oder hast du nicht? Na schön, du scheinst es ja wirklich ernst zu meinen. Hier, nimm diese dreckigen Unterhosen von ihm. Riechen schlimmer als ein Schweinestall. Aber was kümmert es mich, was du damit anstellst? Braucht man nicht eigentlich? Braucht man nicht Haare, um eine Voodoo-Puppe zu bauen? Macht jetzt eine Voodoo-Puppe aus seinen Arschhaaren oder was? Ich habe Pansels Unterhose. Komm schon. Was hast du? Seine... Wie bitte? Warum? Als persönliches Objekt. Ach so. Ja, das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber dürfte ausreichen. Dann stelle jetzt eine Voodoo-Puppe damit her und komm in seiner Gestalt wieder zu mir. Was hast du? Ich glaube, ich habe schon geguckt, ne? Sie hat auch keine Klamotten, ne. Vielleicht hätte ich ja Hansels Unterhose wieder kaufen können. Statt dem Hut. Oh, Hilfe. Ja, ja. Mit dem Pansel kann man's ja machen. Oh Gott. So, hab ich hier schon was oder hab ich schon wieder nicht zugehört? Ich hab schon wieder nicht zugehört, oder? Ich muss da noch was zusammenschustern. Du hast hier was, ne? Das kann ich nicht. Nee, Moment. Muss ich da was zusammenschustern? Wegen... Ach nee, das ist das hier. Hier ist das, ne? Auch nicht. Nicht blöd. Hm. Oh Gott, ich kann die anziehen. Ich hab nicht zugehört, muss ich sagen. Ich war mit ihrer Ausdrucksweise beschäftigt. Antigua. Ach nee, das ist Gila und dann ist das Voodoo-Meister, ne? Kontrollverlust. Er möchte Fred wieder ins Leben erwecken. Dass sie für ein paar persönliche Gegenstände von ihm braucht und sie diese nicht besorgen kann, sollte ich für sie den Schmiederling Pansel übernehmen und den seine Gestalt sollte ich kein Problem haben. Ja, aber wie denn? Wo kriege ich denn jetzt hier so ein Voodoo-Altar her? Ja, verschwinde von hier! Ich bin kein Alchemist. Ja, will ich auch gar nicht sagen. Das kann ich nicht. Was habe ich denn jetzt verpasst? Ich war so belustigt von dem ganzen... Ja. Rüstung? Nö. Nö. Hier ist doch, glaube ich, nirgendwo noch so ein Altar, oder? Ich könnte natürlich auch einfach über einen Pansel Waffenhändler Schmiedebedarf. Ja, das ist jetzt doch nicht so hilfreich, wie ich dachte. Was ist das hier? Im Phantom auf der Kanimhang sagte mir, dass ich Hals über Kopf. Ach, das ist auch Kontrollverlust. Das mit Red hat was mit dem Voodoo-Meister zu tun? Auch spannend. Der war nötig.
Ja. Ja, ist okay, ist okay. Raus her! Ja. Sieh zu, dass du Land gewinnst! Sieh zu, dass du Land gewinnst! Spannt euch doch mal alle. Lag da, war da hinten am Strand noch so eine komische Voodoo-Teilvorrichtung? Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Also irgendwo auf dieser Insel stand doch so ein Ding. Scheinbar nicht. Aber ich wollte sowieso mal das ganze Fleisch hier braten. So, ein bisschen Proviant zumindest wieder aufgefüllt. Und 100 Schuss dabei. Ich musste doch... Hier kommt der wunderbare Geruch her, der in dieser Stadt herrscht. Achso. Ja, gut. Jetzt habe ich vergessen, was ich gerade sagen wollte. Ach ja, bei den Ureinwohnern musste ich doch auch das Ding nicht selber herstellen. Ich gucke mal auf die Karte. Gibt's hier irgendwie einen Filter oder so? Nee. Also ja, das die Legende hier, aber das ist nicht das, wonach ich suche. Vielleicht quatsche ich jetzt nochmal mit Grace, aber ich glaube nicht, dass da noch was bei zustande kommt. Aber das ist eine 35 bis 50? Mein Schwert irgendwie questrelevant oder so? Kauf das mal. Ich hoffe, es war nicht dämlich. Nee, war überhaupt nicht dämlich. Ist ja fantastisch. Das sieht doch wesentlich hübscher aus. Sehr gut, sehr gut. Inquisitionsfind ist ausgerüstet und Schwarm ist auch nochmal. Warum ist denn das eigentlich ein Extra-Zauber? Magie. 50 Schaden. Muss ich wohl mal ausprobieren. Hier kommen den Papageienflug brauche ich nicht in der Leiste. Willst du hier etwa rumhexen? Nein. Das ist das wirklich, was der... Der X hier da auf der Insel auf uns losgeballert hat. Ja, ja, mit dem Pansel kann man's ja machen. Ja, das hatten wir schon mal. Dann soll es eben eine neue Insel sein, mir doch egal jetzt. Kommt die Schaluppe immer mit? Das ist ja bescheuert. Wer segelt die denn? Ich tue was. Habe ich hier noch irgendwelche Quests eigentlich? Nee, nicht Interessantes. Dann nochmal wieder zurück aufs Boot. Und wo wage ich mich dann zuerst hin? Ich glaube, ich werde jetzt einfach das Schlimmste abhandeln. Und zu den Dämonenjägern reisen. Oh Gott. Da ist es. Ist das unangenehm?
Bringt die Drehbarse mir überhaupt irgendwas? Da drüben. Oh, kurz weg hier mal wieder. Bis gleich, Oldcoin. Ich weiß halt nicht, gibt es hier irgendwie eine Zielvorrichtung oder so? Was für Mistvieh. Ich hab mich denn gerade. Könnte man nicht auch irgendwie zielen? So schön lange zu sehen hier. Schöne 180 Grad Wendung. Dank Seemonsterbiss. Ich weiß auch nicht, was Piranha Bytes da geritten hat. Ich meine, die sind schon. Die haben schon damals den Ruf gehabt für schlechte Bosskämpfe, ja. Und dann denken sie ja, wir bauen einfach mit Boss, mit Game Boss Fights ein. Will ich gar nicht wissen. Das ist doch nur eine einzelne Drehbarke. Ach, da ist es ja wenigstens gleich vorbei. Tauch mal auf. Hallo? Kommt das Vieh eigentlich her? Der Titanenlord des Meeres ist tot. Verdammt, war das ein großer Brocken, was? Seeungeheuer? Hier in der Südsee? In der Tat ist das ungewöhnlich. Sonst sind sie viel weiter im Süden anzutreffen. Ich möchte wetten, sie werden von jemandem dazu getrieben, hier zu wildern. Vom Geisterkapitän Crow? Kann gut sein. Wir sind gut beraten, wenn wir die See im Auge behalten. Das war sicher nicht das letzte Ungeheuer, das uns auflauern wird. Was ist denn bitte weiter südlich als die Südsee? Die Südsee? Hey Mann, alles klar? Ja, die Crew juckt's nicht, oder was? Bevor wir wieder wegsegeln, ich habe hier an Land noch etwas zu erledigen. Klar, das hier ist Kalador, der Ort deiner Vorfahren. Ja, irgendwo auf diesem Stück Land hier steht mein Erbe. Ich will die Eisenbucht nach Spuren meines Ur-Ur-Urgroßonkels Randolph durchsuchen. Allerdings ist die Eisenbucht gefährlich. Ich könnte deine Hilfe dabei gebrauchen. Ja, machen wir. Ich werde dir helfen, dein Erbe zu finden. Danke. Ich verspreche dir, es wird nicht zu deinem Schaden sein, wenn wir Erfolg haben. Schon gut. Verteile deine Beute besser erst, wenn du sie hast. Dann lass mich dir folgen hier in Kalador. Irgendwo weit im Südwesten der Eisenbucht werden wir mein Erbe finden. Ich werde es dir sagen, wenn wir in die Nähe kommen. Was genau ist dein Erbe hier in Kalador?
Ich weiß nicht, was nach so vielen Jahren noch übrig ist vom großen Geschlecht der von Drehe. Doch hat mein Vater mir oft von unseren Ländereien hier in der Eisenbucht erzählt. Ländereien? Wow. Das hört sich nach einer großen Sache an. Ja, ich weiß, dass mein Erbe da ist. Und ich werde es finden. Ja, dann sage ich ihm vielleicht auch, dass er mitkommen soll. Mal abspeichern, bevor am Ende das Seemonster wieder lebt. Bin ich eigentlich nicht so erpicht drauf. Das Kranke ist ja, was mir mal einfällt, es gibt ja, also in dem Jahr, in dem Assassin's Creed Black Flag oder hier Risen 3 rauskam, wurden ja Seeschlachten nicht erfunden. Es gibt ja, genug ist vielleicht übertrieben, aber es gibt ja viel ältere Games, die Seeschlachten schon so viel besser gemacht haben. Als was auch immer das hier gerade war. Beim gerade einem Piraten-Setting will man doch eigentlich eher andere Schiffe entern, als gegen Seemonster zu kämpfen. Ente tot, alles gut. Nein, nicht alles mit der Flinte killen. Wer bist du denn? Was suchst du hier? Ich rate dir, so schnell wie möglich wieder zu verschwinden. Wieso sollte ich? Die Schatten kommen aus dem Boden. Von überall hört man Berichte von Toten. Die grünen Feuer brennen. Plötzlich tauchen diese verfluchten Dämonenjäger auf und beziehen die alte Zitadelle. Und du fragst, wieso? Das klingt ja furchtbar. Vermutlich genauso schlimm wie überall in der Südsee. Na, wenn du das sagst. Ich bin Fischer, kein Kämpfer. Seit der Bedrohung durch die Schatten ist es schwer geworden, auf Kalador zu überleben. Der Krieg sollte selbst aus einem Fischer einen Mann machen. Dann bin ich wohl die Ausnahme. Was genau machst du hier? Wenn ich nicht fische, rate ich allen Neuankömmlingen, wieder von der Insel zu verschwinden. Ich habe nicht vor, wieder zu verschwinden. Ich habe mir schon gedacht, dass du so etwas sagen wirst. Dann lass mich dich wenigstens in unser Fischerdorf bringen. Nur damit du nicht über Kalador wanderst und den Schatten als Frühstück dienst. Okay. Fischerdorf hört sich gut an. Gute Entscheidung. Sag mir einfach Bescheid, wenn ich dich hinbringen soll. Erzähl mir mehr über die Bedrohung. Was willst du wissen? Ich würde gerne wissen, wo ich neue Klamotten herkriege. Ich kann diesen Mantel langsam nicht mehr sehen. Wie war das mit den Dämonenjägern? Die meisten Neulinge schließen sich ihnen an. Es gibt nicht mehr viel, was du hier auf Kalador werden kannst. Dämonenjäger oder Totengräber? Naja, ich habe Leiche vergessen. Oha, der Kampf ist schon vorbei. Respekt. Ich weiß, dass es gibt, glaube ich, 3 Monster und der dritte wird echt hart. Aber der erste war jetzt kein Problem. Das Vieh hat mich 2-mal getroffen. Ansonsten gab es halt 2 Salven und den Rest habe ich mit der Drehbrasse gemacht. Das war jetzt nicht so das Ding. Also der erste ist ja mehr oder weniger das Tutorial. Witzig eigentlich, dass man für alles, was man am Land macht, mehr Hilfetextboxen kriegt als für den ersten Seekampf. Was sagtest du über die grünen Feuer? Mit den grünen Feuern sind auch die Dämonenjäger hier aufgetaucht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finden soll. Wieso nicht? Sie könnten euch vor den Schatten beschützen. Könnten sie, ja. Aber sie tun es nicht. Alles, was sie tun, ist, uns den Fisch wegzufressen. Die werden ja für bezahlen, oder? Die werden sich ja wohl nicht einmal den Fisch holen. Was ist mit der Zitadelle? Die Zitadelle ist eine riesige alte Ruine, in der sich die Dämonenjäger eingenistet haben. Ich rate dir, nicht dorthin zu gehen. Der Weg ist sehr weit und gefährlich. Am besten, du verlässt die Insel wieder auf dem Weg, auf dem du gekommen bist. Zitadelle ist eigentlich ein sehr schönes Wort für ein Hauptquartier von Dämonenjägern. Ich meine, sie hätten es ja auch wieder Kastell oder Kloster nennen können, aber Zitadelle ist mal... Die werden sich bestimmt auch hingesetzt haben. Wir können nicht schon wieder... Könnte ich schon wieder irgendwas wie immer nennen. Den Kampf gibt es 3-mal, das habe ich wohl vergessen. Naja, schlechte Dinge verdrängt man gerne. Ja, bei mir ist es genau andersrum. Ich vergesse die ganzen guten. es sind unterschiedliche Monster, ne? Also, die fast gleich aussehen, aber es sind unterschiedliche Monster, ja. Und das dritte Vieh ist hart. Erzähl mir mehr von den grünen Feuern.
plötzlich haben sie gebrannt. Ich habe Gerüchte gehört, dass sie eine Art Ruf sein sollen. Aber wenn du wissen willst, wer sie entzündet hat, das weiß ich auch nicht. Bring mich ins Fischerdorf. Folge mir. Aber schwer ist ja nicht gleich gut, bevor hier noch jemand denkt, Rainer Beitz hat gute Bosskämpfe gemacht. Außer den gegen den Erdgolem, gegen den Erdtitan. Wir sind zwei, der war okay. Wir sind da. Sieh dich ruhig um, aber viel wirst du hier nicht entdecken. Wenn du vorhast, tiefer in die Wildnis zu gehen, vergiss nicht, dich mit Proviant einzudecken. Ansonsten trainiere ich jeden Abend das Messerwerfen. Du kannst mich gern herausfordern, wenn du mich an der Scheibe trainieren siehst. Die Dämonenjäger fressen uns den ganzen Fisch weg. Ach, deck dich doch gern mit Proviant ein, wenn du schon mal hier bist. What? Gut. Wenn er das sagt. Was soll das heißen, keine Fische? Es tut mir ja leid, aber du hast doch gehört, was ich gesagt habe. Wir müssen auch sehen, wo wir bleiben. Wir können doch nicht alles abgeben, was wir haben. Widerlich, dieser Gestank hier. So schlimm ist es auch nicht. Hoffentlich verfliegt er wieder. Bestimmtes? Dieser ja, Fischgeruch ist alles andere als Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus, danke. Jetzt will ich auch was sehen. Ich erwisch dich noch. Ich hab das Gefühl, ich werde mal Bienenkämpfe ausprobieren. Waren Ureinwohner nicht eigentlich mal für ihren Speerkampf bekannt? Entschuldigung. Hat ne den anderen Typen umgekloppt oder was? Das alles nur für einen Besen. Aber beim Truthahn juckt's keinen. Aber beim Truthahn juckt's keinen. Na, ich guck mal, ein Teleporterstein. Den werde ich doch bestimmt gebrauchen können. Na. Ich habe keinen Bock mit dir zu reden. Ich habe keinen Bock mit dir zu reden. Du hast mich angegriffen. Das wollen wir mal nicht vergessen. Schon sagen, die Edelsteine in der Schatulle haben mich aber sehr doll angelächelt gerade. Wenn ich die nicht hätte klauen können, das wäre weird. Sehr, sehr weird. Dämonenklinge? Ich kenne Runenmagie, okay. Voodoo-Puppe. Das war schon wieder ein Papageienflug. Okay. Verdammter Mist. Was soll ich den anderen denn erzählen? Du kannst ja selber mal versuchen, an dem Strand was zu fangen. Ich hab Schritte gehört. Kram hab ich keine. Verdammter Mach schon. Dieb, dich hol ich mir. Mach mal dasselbe Programm. Na, wegen meiner. Jetzt will ich auch was sehen. Zeig, was du kannst. Das ist ja mega OP, Midrage-Kämpfe. Einfach eine Ente tot gezaubert mit Insekten. Captain Finch wollte unter allen Umständen verhindern, dass ein Unwürdiger seinen Platz einnimmt. Also versteckte er vor seinem Tode seine berüchtigte Piratenflagge an einem gefährlichen Ort. Zuletzt soll er auf Kila, in der Nähe eines eingeborenen Dorfes, gesehen worden sein. Das reicht mir. Bevor du mich fragst, sage ich es dir lieber gleich. Wenn du eine Nachricht überbracht haben willst, such dir jemand anderen. Ich habe genug davon, anderer Leute Mist durch die Gegend zu schleppen. Ich mache jetzt erstmal eine Pause.
Da muss mal Held in einem Piranha Bytes-Spiel gewesen sein. Bist du so eine Art Bote? Ich bin nicht nur so eine Art Bote, ich bin Bote. Oder besser, ich war Bote. Was meinst du damit? Ich meine damit, dass ich das nicht mehr machen will. Ich bin genug rumgereist. Es wird Zeit, sich dem Suff hinzugeben. Ich will keine Nachricht überbracht haben. Na, wenn das so ist, dann hätte ich einen Vorschlag für dich. Ich habe noch einen Brief, den ich überbringen müsste. Hättest du nicht Lust, den für mich zu liefern? Und was machst du mit deiner freien Zeit? Saufen, wenn du mir einen Rum ausgibst. Warum sollte ich? Ich mache dir einen Vorschlag. Du gibst mir eine Flasche Zielwasser aus und dann kannst du gegen mich im Messerwerfen antreten. Was hältst du davon? Was ist das für eine Logik? Ja, komm, ich gebe jetzt trotzdem. Ich bring dir einen Rum. Sag einfach Bescheid, wenn du eine Runde spielen willst. Vergiss den Rum nicht. Ich überbringe den Brief für dich. Alles klar, hier hast du ihn. Und denk an das Botengeheimnis. Nicht in den Brief gucken. Der Brief muss zu Harry nach Kila gebracht werden. Wow. Alles klar. Schön, dass er weiß, dass Harry da ist. Woher weiß er, dass Harry da ist? Ich gehe bald zurück zur Zitadelle. Nächstes Mal habt ihr hoffentlich wieder was. Du kannst es ja mal bei den Höfen versuchen. Das ist doch alles scheiße. Vielleicht fange ich unterwegs einfach etwas anderes. Mach das. Wie gesagt, es tut mir leid. Ja, sehe ich auch so. Einfach. Verdammt, noch ein Maul, das wir stopfen müssen. Gehörst du auch zu den Dämonenjägern? Nein. Die ganzen neuen Leute, die hier auf die Insel kommen, machen uns das Leben nicht leichter. Als hätten wir nicht schon genug zu tun. Probleme? Kann man so sagen. Seit man von einigen Bauernhöfen nichts mehr hört, wollen plötzlich alle unseren Fisch. Seid ihr jetzt Fischer oder Selbstversorger? Also ist doch dämlich. Der andere Typ hat mir gerade gesagt, ich soll mich eindecken. Warum freust du dich nicht darüber? Wir haben gerade mal genug Fisch für uns selbst und ein bisschen Überschuss zum Verkaufen. Aber wir können die Menschen doch nicht verhungern lassen. Besonders jetzt, wo sie auf uns angewiesen sind. Wenn hier nur nicht alles den Bach runtergehen würde. Gut, das ist tatsächlich dann doch Kontext, den ich verstehe. Damit komme ich klar. Warum bist du da nicht fischen? Gute Frage. Ich würde ja gern, aber ich kann nicht. Warum nicht? Weil mir dauernd etwas dazwischen kommt. Entweder sind es Monster am Strand oder irgendjemand will irgendwas haben. Naja, ich bekomme das alles schon hin. Bin ja nicht blöd oder so. Kannst du Hilfe gebrauchen? Ich weiß nicht. Abgesehen von dem fehlenden Fisch können wir auch keinen neuen fangen. Dann unternimm was dagegen. Ich bin Fischer, kein Krieger. Und diese verdammten Dämonenjäger sind sich dafür zu fein. Aber wenn du dich schon anbietest, du siehst aus, als würdest du das hinkriegen. Okay, ich töte deine Viecher. Super, danke. Sag mir Bescheid, wenn die Biester erledigt sind. Wo genau sind denn die Viecher? Direkt unterhalb des Dorfes am Strand. Geh einfach dahin zurück, wo du angekommen bist und gehe rechts den Strand entlang. Dann müsstest du schon auf sie treffen. Alles klar. Die haben auch gesoffen, oder? Also die müssen genau das gleiche Zeug saufen wie die Piraten von Antigua. Er nennt das hier Dorf. Wobei es, also es ist auf gar keinen Fall ein Dorf, aber es ist schön eingerichtet mit dieser Erhöhung hier. Ich verstehe zwar nicht, was das hier soll mit den Fischen auf den Stöcken. Wir brauchen den Fisch, um die Inselleute zu ernähren. Dann lassen wir die Hälfte halt auf Stöcken verrotten. Na, wen haben wir denn da? Ein neues Gesicht auf der Insel. Willkommen am Abgrund zur Hölle. Dem besten Platz, an dem man momentan sein kann. Schlechte Laune. Kennst du nicht dieses Gefühl? Alles geht den Bach runter und du fühlst dich lebendiger als je zuvor. Tut mir leid. Ich bin wohl schon zu lange hier. Bei der ganzen Scheiße, die hier passiert, hilft nur noch Galgenhumor. Respekt. Die Ansicht gefällt mir. Was machst du hier bei den Fischern?
Ich bin hier, um Fisch für uns zu holen. Wer ist uns? Dazu uns Dämonenjägern natürlich. In die Zitadelle, hinten am Horizont. Aber diese armen Fischer hat es ebenfalls hart erwischt. Kommen kaum zum Fischen bei dem ganzen Stress hier. Kein Wunder, dass sie wenig Fische für uns Krieger zu verkaufen haben. Kann dir doch egal sein. Tja, nur leider hätten wir Dämonenjäger dann bald nichts mehr zu essen. Ich schätze, dann müssen wir selbst fischen gehen, während die Schergen der Unterwelt um einen herumhängen. Nette Vorstellung. So wie es aussieht, werde ich wohl ohne den Fisch zur Zitadelle zurück müssen. Ich könnte dich mitnehmen, wenn du willst. Machen wir später. Nein, ich habe noch was zu erledigen. Sag mir Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Ich bleib noch ein bisschen hier. Falls du doch noch etwas Fisch auftreiben kannst, sag mir Bescheid. Ich kaufe dir rohen Fisch zu einem sehr guten Preis ab. Aber erst, wenn ich wieder bei der Zitadelle bin. Ich habe mein Gold nicht dabei. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Ja, natürlich ist er ein guter Dieb. Meisterdieb. Ich auch noch nicht. Zähne ziehen. Ach, Jagdtalente. Ja. Bring mir bei, wie ich Zähne ziehen kann. Alles klar. Ich möchte Tieren die Hörner ausreißen können. Alles klar. Besten Dank. Jetzt kümmere ich mich um den Strand.